Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren. Ich möchte zuerst an die brasilianischen Gäste ein Wort sagen, natürlich in unserer brasilianischen Sprache. Minha gente, eu tenho que falar alemão agora, porque a maioria aqui não entende português. Mas eu espero que tenha alguém a seu lado que possa traduzir aquilo que estou falando nessa língua alemã. Desejo a vocês também um bom proveito dessa noite. Obrigado. Liebe Schwestern und Brüder, ich beginne einmal mit dem Wort Synode. Vielleicht habt ihr da schon überlegt, was das überhaupt bedeutet. Auf einmal spricht man von Synode. Das ist eigentlich schon länger her. Paul VI. Hat das schon erfunden nach dem Konzil, dass es Synoden gibt, also eine Versammlung von Bischöfen von irgendeinem Teil der Welt. Und Synode, das ist ein griechisches Wort, synodos, kehrt sehr gemeinsamer Weg, miteinander gehen, ein Weg miteinander. Und das ist auch typisch für unseren Papst Franziskus. Er will nicht im Alleingang Dinge erledigen und Entscheidungen treffen. Er möchte hören. Unser Papst Franziskus ist vor allem ein hörender Papst. Er möchte wissen, was wir denken. Und das habe ich selber. Verzeihung, ich habe gesagt, wenn es noch ein bisschen höher geht, wäre es. Ja, gut. Ja, weiß nicht. Funktioniert es jetzt? Also ich habe gesagt, der Papst Franziskus ist ein hörender Papst, wie ihr jetzt hörende Leute seid. Und das hat er ganz klar auch gezeigt bei den Vorbereitungen für die Synode. Ich war im vorsynodalen Rat, da hat er mich einberufen mit anderen zusammen und er saß den ganzen Tag da und hat nur hingehört. Und interessant ist, dass er auch die Synode so verstanden hat. Die Synode wurde aufgebaut auf dem Schema Sehen, Urteilen, Handeln. Aber der Papst hat von Sehen eigentlich mehr das Hören. Er hat gesagt, er will nicht irgendein Dokument oder eine Ansprache von irgendeinem Professor hören über die Situation, über die religiöse, kulturelle, politische, wirtschaftliche Situation von Amazonien, sondern er will die Leute hören. Die Amazonien-Synode hat recht früh begonnen. Nicht nur mit der Einberufung am 15. Oktober 2017, sondern die hat früher begonnen, als der Papst kurz nach seiner Wahl 2013 in Brasilien war, hat er am 27. Juli den Bischöfen gesagt, Amazonien ist der Lackmustest für die Kirche Brasiliens und für die brasilianische Gesellschaft. Wir sagen heute, Amazonien ist ein Test für den ganzen Planeten Erde. Ich war 2014, Paulus Süß sitzt ja auch da herin irgendwo, mit ihm war ich beim Papst, er hat uns damals empfangen. Ich war eigentlich sehr überrascht, weil der Kardinal Claudio Hummes, der hat zu mir gesagt, du bist schon mehr als 50 Jahre in Amazonien, du musst einfach dem Papst einmal erzählen, wie das läuft, wo es da lang geht. Da habe ich zu ihm gesagt, ich kann ja nicht einfach nach Rom gehen und sagen, jetzt bin ich da. Er hat das dann eingeleitet und ich war am 4. April 2014, war ich beim Papst in Privataudienz. Und das ist mir schon sofort aufgefallen. Das war nicht mehr so wie bei den anderen. Da ist man zuerst einmal angestanden und dann war das eine Formalität, ein Protokoll. Nein, wir kamen rein, er hat uns begrüßt und man hat gleich einmal ein paar Fotos gemacht, wie es gehört. Und dann saß er hin, auf der einen Seite des Tisches, ich auf der anderen Seite. Und wir kamen in ein Gespräch. Da habe ich zu ihm damals gesagt, es sind drei Punkte, die ich anbringen will. Der erste Punkt ist die Situation von Amazonien. Die Situation, die Zerstörung, der Eingriff in dieses Bioma und die Zerstörung, die einfach fortläuft und das wird gefährlich. Der zweite Punkt war damit verbunden mit Amazonien, die indigenen Völker. Die indigenen Völker überleben nicht ohne ihre Mitwelt, weder kulturell und mehrfach auch physisch nicht.
Und das dritte war die eucharistielosen Gemeinden. Tausende von Gemeinden haben nur ein-, zwei-, dreimal im Jahr die Möglichkeit, an einer Eucharistiefeier teilzunehmen. Dann hat der Papst zu mir gesagt, er sei jetzt dran, eine Enzyklika zu schreiben über die Ökologie. Und er hat gleich dazu gesagt, Ecologia humana. Also nicht eine Ökologie, dass wir auf dieser Seite sind und die Umwelt, wie man sie nennt, auf der anderen. Und wir schauen darauf hin, auf die Flora und Fauna und fühlen uns nicht einbezogen in diese Mitwelt. Der Papst hat das von vornherein hat er das so formuliert. Wir gehören dazu. Wir sie, alles ist verbunden. Und das sieht man in Brasilien sogar. Tudo está. Könntest du singen? Tudo está. Tudo está interligado, esta casa comum. Alles ist vernetzt, verbunden. Tudo está interligado, alles ist vernetzt, verbunden. Und wir gehören dazu in diesem gemeinsamen Haus. Das hat der Papst damals schon so gesagt und ein Jahr später kam dann die Enzyklika heraus. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass da Amazonien nicht fehlen soll und die indigenen Völker überhaupt nicht fehlen dürfen. Die gehören nämlich dazu. Dann hat er mich gebeten, ich möge dem Kardinal Turkson, möge ich dem Unterlagen geben. Und wir waren am Vorabend mit ihm in einer, Paulus Süß und der Seyer, und mit dem Kardinal Turkson in einer Trattoria, incognito. Kardinäle gehen inkognito und haben dort einen schönen Wein getrunken und gut gespeist. Und dann hat mir der Kardinal schon damals gesagt, der Papst ist drauf und dran, eine Enzyklika zu schreiben. Und da habe ich genau dasselbe ihm gesagt. Na gut, die Themen kamen hinein. Und das Laudato Si ist eigentlich das Basispapier, das Basispapier für die ganze Synode. Ich würde Ihnen anraten, es gibt eine gute deutsche Übersetzung. Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, dann würde ich Ihnen anraten, diese Enzyklika zu schreiben. Die ist nämlich so leicht zu lesen, da braucht man keine theologische und philosophische Vorbildung. Der Papst schreibt einfach. Und dieses Dokument wurde nicht an die Eminenzen und Exzellenzen und ich weiß nicht was geschrieben und dann auch an das Fußvolk Gottes, sondern an die gesamte Menschheit. Also das war eigentlich der echte Ausgangspunkt schon für die Synode, obwohl kein Mensch noch damals von der Synode gesprochen hat. Wir kamen dann, die brasilianischen Bischöfe von Amazonien, wir kamen dann Ende 2016 zusammen zu einer Versammlung und auf einmal kam das Thema auf. Was meint ihr, was glaubt ihr, ist es möglich, dass wir den Papst bitten, eine Synode einzuberufen. Die einen haben dann gesagt, na, das ist unmöglich, das kann man nicht so machen. Aber dann hat man abgestimmt drüber und das war dann einstimmig. Also bitten wir den Papst eine Synode für Amazonien. Ist etwas Außergewöhnliches, weil Papst Benedikt hat nur eine Synode für den Nahen Osten einberufen. Aber sonst sind es kontinentale Synoden gewesen. Synode für Europa, Synode für Asien, Synode für Amerika, Synode für Ozeanien, Afrika und so weiter. Aber wie kommt es da dazu? Entschuldigung, ich bin ein bisschen verkühlt. Aber die Verkühlung habe ich mir in Rom geholt, nicht hier. In der Aula Synodal. Das war da drin. Na gut, und dann sind die Bischöfe nach Hause gefahren und ja, wer macht das? Wir haben dann einen Brief geschrieben an den Papst und haben das auch strategisch ganz richtig festgelegt. Dieser Brief muss vom Präsidenten der brasilianischen Bischofskonferenz unterschrieben sein und auch vom Kardinal Claudio Humes, dem Präsidenten von REPAM. Gut, wir haben die überzeugt und sie haben unterschrieben.
Und der Claudio hat den Brief dem Papst überreicht. Na gut, jetzt warten wir mal ab. Und zu unserer großen Überraschung ist bereits am 15. Oktober hat der Papst die Synode für Amazonien einberufen. Wir waren alle total überrascht, wie schnell das gegangen ist. Ich darf vorausschicken, dass der Papst liebt Amazonien. Er liebt Amazonien, das ist nämlich das Wichtige. Und liebt indigenen Völker. Das hat er in Puerto Maldonado am 19. Jänner 2018 hat er das wieder bewiesen, wie er auf die indigenen Völker zugeht, wie er hört, wie er hinhört. Damals hat er auch gesagt, am 19. Jänner 2018 hat er gesagt, die Synode hat bereits begonnen. Aber für mich hat die Synode schon begonnen mit seinem Pontifikat, weil er von vornherein auf Amazonien einen ganz besonderen Blick gerichtet hat. Na gut, die Amazonien-Synode wurde einberufen. Und dann wartet man natürlich auch auf ein Einführungsdokument oder sowas. Und der Papst hat dann den vorsynodalen Rat bestimmt. Und ich hatte das Glück, auch da dabei zu sein. Und dann waren wir erst im April des Jahres 2018, waren wir in Rom und haben mit unseren Experten und Referenten und Berite, das sind Frauen und Männer gewesen, haben wir einen Text vorbereitet und dazu noch einen Riesenfragenbogen, Riesen nicht, 31 Fragen einfach, für das Volk, weil der Papst wollte das Volk hören. Also das Sehen ist nicht nur hinschauen, sondern das Volk hören. Und diese Fragen wurden dann unter das ganze Volk gebracht, nicht nur in Brasilien. Ich muss dazu sagen, Amazonien gehört nicht nur Brasilien. Brasilien hat den größten Anteil, 67%, aber da ist auch Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela und die drei Guyanas auch dabei. Also sind zusammen eigentlich 9 Staaten, die einen Anteil an Amazonien haben. Na gut, das Dokument wurde auch in die entsprechenden Sprachen übersetzt, also im Original war es Spanisch, dann auf Portugiesisch und auch auf Englisch. Weil es gibt einen Teil, die nur Englisch sprechen und Französisch, glaube ich, auch, im Französisch-Guyana. Das kam unter das Volk und die Leute haben geantwortet. Wir wissen genau, dass mindestens 87.000 Leute diese Fragen beantwortet haben. In unendlich vielen Gruppen, unendlich vielen Gemeinschaften, indigene Gemeinschaften, nicht indigene Gemeinschaften, Leute, die Anrainer sind an den Flüssen, Leute, Fischer, Leute in den Städten, in den Vorstädten. Also wir wissen von 87.000 Menschen, die im Vorfeld diese Fragen beantwortet haben. Und das ist etwas, was noch nie dagewesen ist. Diese Antworten wurden dann gebündelt nach Region und wurden dann zu einer Synthese verarbeitet. Und diese Synthese wurde dann an das Generalsekretariat in Rom geschickt. Und im Zusammenhang mit diesen Fragen kam dann auf einmal ein Wink aus Brasilia. Die Bischöfe seien drauf und dran, die Souveränität Brasiliens über Amazonien in Frage zu stellen. War natürlich ein kompletter Unsinn, weil kein Mensch hat dieses Wort in den Mund genommen. Aber die wurden einfach aufmerksam, dass die einfachen Leute aus dem Volk, einfache, natürlich andere haben auch geantwortet, aber die einfachen Leute hier Stellung nehmen und sagen, wo der Schuh drückt. Das war noch nie so da. Und dann glaubten die Herren Generäle, glaubten natürlich, ja, da gibt es jetzt wirklich einen Angriff auf die Souveränität Amazoniens oder Brasiliens über Amazonien. Natürlich kompletter Unsinn. Na gut, auf der Basis von Laudato Si und dieser Antworten aus dem Volk wurde dann die erste Handreichung geliefert sozusagen das Instrumentum Laboris. Unsere Leute sind dann wieder zusammengekommen, die Berite und die
Referenten und Assessoren, und die haben dann dieses Dokument ausgearbeitet, und wir sind wieder nach Rom zitiert worden, um hier den letzten Segen dazu zu geben und bestimmte Dinge noch zu verbessern oder zu ändern oder was immer das gewesen ist. Im Juni wurde dann das Dokument, also das Instrumentum Laboris, das wäre also das Arbeitsinstrument, oder Arbeits, wie nennt man das? Arbeitspapier, genau so heißt es, wurde das Arbeitspapier dann übersetzt, auch in die verschiedenen Sprachen, und von den Leuten dann auch wieder durchgeackert. Ich weiß nicht, ob es alle Bischöfe durchgeackert haben, aber viele Leute, die sich daran interessiert haben, haben das wirklich gelesen. Und das ist eigentlich der große Schritt gewesen dann zur eigentlichen Synode, also die 3 Wochen, die wir in Rom waren. Jetzt spreche ich über Rom. Wir sind natürlich dort angekommen mit vielen und großen Erwartungen. Irgendwas muss passieren. Es kann nicht sein, dass wir so weitermachen. Und da haben wir auch einen Hintergrund. Die Bischöfe Amazoniens haben sich seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts versammelt. Und eine der großen Konferenzen der Bischöfe Amazoniens war 1972 in Santarém, das zum Erzbistum jetzt erhoben worden ist, auch heute. Und bei dieser Konferenz wurden zwei Prioritäten, zwei Leitlinien herausgestellt. Die erste ist, die Kirche muss unter dem Volk sein, und zwar in schlichter Einfachheit. Die Inkarnation der Kirche unter dem Volk. Es geht nicht darum, dass die Kirche da oben ist, Kirche, Bischöfe, Priester und so weiter, und das Volk da unten. Wir gehören zum Volk. Und das Volk, diesem Volk dienen wir. Das ist das Volk Gottes, dem wir dienen. Die zweite Leitlinie war, die Verkündigung muss eine befreiende Verkündigung sein. Da sind vielen natürlich die Ohren, die Haare zu Berge gestiegen. Weil das Wort Befreiung, das darf man ja nicht verwenden. Das ist ja furchtbar. Da spricht man gleich von Befreiungstheologie. Was ist denn schon? In Europa hat man ja darüber gewettert. Das kann man sich kaum vorstellen. Befreiungstheologie war für viele, dass man alle Priester und Bischöfe bewaffnet, die dann mit vorgehaltener MG durch die Gegend laufen oder die Leute dann aufbewachten zur blutigen Revolution und solche Sachen. Unsinn. Na gut, ich will jetzt aber nicht über die Befreiungstheologie reden, sondern einfach sagen, das war auch der Ausgangspunkt. Interessant ist dann, dass man dann dort 1972 ganze 4 Prioritäten beschlossen hat. Die erste war kirchliche Gemeinden, kirchliche Gemeinschaften. Man hat das später dann Säbis gemacht, wie sagt man im Deutschen, kirchliche Basisgemeinde. War bei Papst Johannes Paul II. auf Ad Limina Besuch. Und dann hat er mich, ich bin ja ein älterer Herr schon, 1985 war das, ich glaube, es war das erste Mal, war ich dort. Und dann hat er gefragt, ja, wie groß ist die Diözese? Ich habe gesagt, da habe ich mit meinen 2 Fingern auf der Landkarte runter, von Amapá bis nach Mato Grosso. Da hat er gesagt, viel zu groß. Ja, da kann ich nichts dafür, habe ich gesagt. Ja, und wie viele Priester haben Sie? Da habe ich gesagt, damals waren es 16. Er hat gesagt, troppo pochi, viel zu wenige. Gibt es auch Ordensschwestern? Natürlich gibt es, ja, 30 oder 40. Hat er auch gesagt, troppo pochi, viel zu wenig. Und dann sagt er zu mir, come fa, wie machst du das? Dann habe ich gesagt, ci sono anche i laici. Es gibt nämlich auch noch die Laien. Und da hat er mir angeschaut und dann hat er gesagt, Basisgemeinde. Da sage ich, nein, heiliger Vater, kirchliche Basisgemeinde. Das ist nämlich der Ort, wo die Kirche lebt. Ja, da hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, gehen Sie Ihren Weg weiter. Und das war damals beschlossen worden, 1972. Also die kleinen Gemeinden, kirchlichen Gemeinden. Und dazu gehört natürlich die Ausbildung, die Bildung und Ausbildung von Leitungspersonen, also Leiterinnen und Basisleiterinnen und Basisleitern.
Das war das zweite, die zweite Priorität. Die dritte war indigene Pastoral. 1972 wurde ja auch der Bischöfliche Rat für indigene Völker oder Bischöflicher Missionsrat, aber Missionsrat hier, das hat einen anderen Beigeschmack, gegründet, 1972, der sich ganz besonders für die indigenen Völker in Brasilien eingesetzt hat. Und zwar so weit, dass wir heute sagen können, wenn Simi nicht gewesen wäre, gäbe es die Paragraphen in der Bundesverfassung über die Indios nicht. Wir haben uns alliiert, also eine Allianz geschmiedet mit den Indios, mit den indigenen Vertretern und sind von Pontius zu Pilatus gelaufen, von Abgeordneten zu Senatoren und so. Und wir haben das hingekriegt. Das ist heute drin. Die Rechte der indigenen Völker sind in der brasilianischen Grundverfassung verankert. 231 und 232. Und dazu kommt noch ein Paragraph für die Demarkierung, Abgrenzung der indigenen Gebiete. Das sollte in 5 Jahren passiert sein. Das ist bis heute nicht passiert. 1988 wurde die Verfassung promulgiert. 1993 wäre die Frist abgelaufen. Aber bis heute vielleicht die Hälfte ist passiert. Na gut, das war auch eine Priorität. Und die letzte Priorität, die großen Regierungsprojekte in Amazonien. Wir haben damals Stellung genommen und Papst Paul VI. Hat damals den Ausdruck geprägt, Christo mostra per Amazonia. Christus zeigt auf Amazonien. Christus zeigt auf Amazonien. Das war auch schon eine entfernte Vorbereitung für die Synode. Und er hat damals schon gesprochen von einer Kirche mit amazonischem Antlitz. Das war 1972 schon so der Fall. 1990 gab es eine weitere Versammlung in Belém, Iquarasi, und dort haben die Bischöfe weltweit als erste Bischöfe, die Amazonenbischöfe, haben über die Ökologie gesprochen und ein Dokument herausgegeben, das damals schon hingewiesen hat auf die Gefahr, dass Amazonien zerstört wird. Und dieses Dokument kam damals bis nach Assisi und wurde dann bei einer Versammlung auch über die Ökologie damals weltweit bekannt. Heute hat man es vergessen. Aber es ist eines der entscheidendsten Dokumente der Bischöfe Amazoniens gewesen. Na gut, das ist jetzt noch einmal zur Vorbereitung. Wir kamen also nach Rom mit vielen Erwartungen, dass das alles jetzt umgesetzt wird. Die Synode hat den Titel gehabt, Amazonien, Doppelpunkt, neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie, sind also zwei Themen, die ineinander greifen. Man kann jetzt sagen, hier die Ökologie und dort die Kirche, das gehört zusammen. Viele haben sich aufgeregt und gesagt, die Kirche mischt sich in Dinge ein, die sie absolut nichts angehen. Die Kirche darf nicht politisch sein. Ja, um Gottes Willen, wer ist denn nicht politisch? Wenn wir schweigen, sind wir politisch. Und wenn wir etwas sagen, ist das immer eine politische Aussage. Und der Aristoteles hat das schon gesagt. Für die Griechen hierherin kann ich es im Griechischen sagen. Ho anthropos son politikonestin. Der Mensch ist ein politisches Wesen. Wir können gar nicht anders. Und wir mischen uns nicht ein, sondern das ist unsere Aufgabe. Das war der Grundtenor, wenn man von der Ökologie in der Synode spricht. Wir beten jeden Sonntag beim Credo, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, um Gottes Willen, der Schöpfer ist das, wo man die Suppe schöpft. Na, das ist der liebe, gute Vater, der uns diese Welt geschenkt hat, der uns diese Erde geschenkt hat, mit allem Wunderschönen, das es hier gibt und uns die Verantwortung übertragen hat. Man hat immer falsch übersetzt und gesagt, macht euch die Erde untertan, Dreck. Das stimmt nicht, falsche Übersetzung. Setzt den Fuß auf die Erde und pflegt und hegt sie. Das ist unsere Aufgabe. Und das schaut dann ganz anders aus. Wir sind nicht die freien, absoluten Herrscher über die Erde. Wir gehören da dazu. Und das hat Papst Franziskus natürlich auch in der Enzyklika Laudato Si festgemacht.
Na gut, das ist das, der erste. Also wir wollen eine die Ökologie zusammen auch mit unserer kirchlichen Aufgabe. Und wenn man von neuen Wegen spricht, liebe Schwestern und Brüder, dann heißt das, dass viele alte Wege erneuert werden müssen. Ich will ja keine neuen Wege, wenn alles gut ist. War immer so, es war immer so, es war immer so. Also kann man da überhaupt nichts ändern. Das ist ja Unsinn. Ecclesia semper renovanda hat es geheißen und heißt es heute noch. Die Kirche muss immer reformiert, renoviert werden. Und der Johannes der 23. hat das Wort vom Aggiornamento geprägt, also das Aktualisieren. Das brauchen wir heute mehr denn je. Es geht nicht nur darum, dass wir auf die Traditionen zurückblicken, sondern wir müssen fragen, wie können wir für dieses Volk Gottes entschiedener da sein? Wie können wir diesem Volk dienen, nicht herrschen? Wie können wir dem Volk in Amazonien als Bischof, als Priester, als Ordensleute besser dienen? Das ist die Aufgabe. Und wie kann das Volk als Ganzes diese Aufgabe übernehmen, einzutreten für die Schöpfung, gegen die Zerstörung dieses Lebensraumes für so viele Völker? Das ist die eine Seite der, wie gesagt, das hängt zusammen. Und die neuen Wege für die Kirche. Anja, wie geht's? Geht schon noch? Ja? Wie viele Minuten noch? Ein paar noch, weil nachher wird sie dann Fragen stellen, hoffe ich, dass man das besser erläutern kann. Jetzt zu den neuen Wegen für die Kirche, da wird sie natürlich sofort jetzt erwarten, was gibt es da Neues? Alte Wege, wie gesagt, müssen erneuert werden. Erneuerung jetzt. Das brauchen wir einfach. Und nicht nur zurückschauen und sagen, na, das war immer so, das kann man nicht ändern. Es gibt ein göttliches Gesetz, da zweifelt doch kein Mensch daran. Aber es gibt menschliche Gesetze, die ohne weiteres geändert werden können. Und das ist auch der Punkt dann gewesen, wo bestimmte Kreise uns dann ganz unsanft behandelt haben und immer noch tun. Weiß nicht warum. Das verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich, habe ich nie verstanden. Aber es hat keinen Wert, dass man sich darüber ärgert. Es hat keinen Wert, dass man sich darüber ärgert. Ich frage mich nur, wie kann das so weit kommen? Der Papst hat die Synode einberufen. Papst Franziskus. Wer gegen die Synode ist, ist automatisch gegen den Papst. Und wer als Katholik oder Katholikin gegen den Papst ist, der muss sich schon fragen, inwieweit er noch auf dem Boden der katholischen Kirche steht. Also war ich überzeugt davon. Die Angriffe, die wir erfahren haben, die sind alles andere als christlich gewesen. Die waren so arg, dass sie jeden Menschen, der noch normale Gefühle hat, ins Herz getroffen haben. Ich weiß nicht, was das mit dem Evangelium zu tun hat. Man hat nicht diskutiert. Innerhalb der Synode war ein geschwisterliches Verhältnis. Es hat verschiedene Meinungen gegeben. Die Frauen haben sich zu Wort gemeldet und sehr gut, die haben sich vorbereitet gehabt. Der einzige Wermutstropfen war für uns, dass immer noch die Synodenordnung vorsieht, dass die Frauen nicht abstimmen können. Da sind wir 200 Jahre zurück. Aber ich hoffe, dass das letzte Mal das gewesen ist und dass unser guter Papst Franziskus da endlich einmal ändert, die ganze Geschichte, auch die Synodenordnung. Es gibt natürlich einige. Innerhalb der Synode war wirklich ein geschwisterliches Verhältnis untereinander. Man hat es auch gemerkt, auch unten in der Halle und oben in der Synodenaula. Das war wirklich gut gewesen. Ich kann mich absolut nicht auf. Ich habe nur einmal mit einem Kardinal einen Wortwechsel gehabt, weil er uns unterschoben hat. Wir hätten keinen Nachwuchs in Brasilien, weil wir nichts dafür tun. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, woher wissen Sie denn, das ist total falsch, non è vero. Und da wollte er das behaupten und da bin natürlich auf die Barrikaden gestiegen. Das ist der einzige Zwischenfall gewesen, den ich mit einem Kardinal gehabt habe. Aber ich sage auch, was ich mir denke, oder?
Na gut, das war die Synode. Aber außerhalb der Synode, da waren echte Feinde. Ich möchte nicht einmal sagen Gegner. Die haben wirklich ein Feindbild von uns gemalt und uns auch buchstäblich angegriffen. Es kam dann auch in verschiedenen Zeitungen, die ihr vielleicht gelesen habt. Aber es nützt ja nichts. Man sollte sagen, der Kardinal Schönborn, der Kardinal von Wien, den ich gut kenne, mit dem ich befreundet bin, er redet denselben Dialekt wie ich, Vorarlberger Dialekt, der hat gesagt, lies das Zeug doch nicht. Lies das bitte nicht. Das bringt nichts. Die werden sich nie ändern. Aber wir gehen unseren Weg weiter. Ja, wie heißt es mit der Karawane, die weiterzieht, während die Hunde bellen? Das denke ich mir auch. Lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Es kam dann, ich möchte genau sein, es kam dann bei der Synode doch zu einem Moment, wo man sich nicht mehr gewusst hat, wie geht es weiter. Die Beiträge und die Beiträge auch von den kleinen Zirkeln, Circoli Minori, die wurden da gesammelt und kamen dann in einem Arbeitspapier heraus, praktisch ohne Duktus. Und da sind die meisten Synodenmitglieder sind erschrocken. Ja, so geht es doch wirklich nicht. Und dann haben wir uns auch wirklich hineingekniet. Ich muss auch sagen, das war ein Marathon. Wir haben uns hineingekniet in allen Gruppen und haben diesen Vorschlag oder dieses Papier haben wir total umgekrempelt. Es gab über 800 Modi, die man eingegeben hat. Wir haben gestrichen, haben das verbessert, das andere neu dazugegeben und so. Am Schluss kam dann das Dokument heraus, über das wir abgestimmt haben. Jetzt komme ich aber noch zurück über die neuen Wege. Es ging um die, klar, um die Viri Probati. Ich mag eigentlich diesen Ausdruck überhaupt nicht. Was heißt da Viri Probati? Das ist geschlechterspezifisch. Da werden die Frauen von vornherein ausgeschlossen. Also ich würde mir eher vorstellen, dass wir sagen Persone Probate. Ja klar. Und in dem Zusammenhang ging es natürlich auch wenigstens um das Diakonat der Frau. Und das ist ein Thema. Und das ist drin im Dokument. Das ist nicht vom Tisch. Es ist zwar ein bisschen abgeändert. Wir haben einen Vorschlag gemacht, das Diakonat der Frau, das Frauendiakonat, ihr müsst euch vorstellen, in diesen priesterlosen Gemeinden, 2/3 sind von Frauen geleitet. 2/3, wenn nicht mehr. Warum können die nicht auch diese Weihe erhalten, dass sie diesen Beruf, diese Führungsperson in einer Gemeinde sind? Das war unser Thema. Wir haben das vorgeschlagen. In 8 von 12 Gruppen war das vorgeschlagen. Aber man hat dann das so gesagt, der Papst beruft noch einmal diese Kommission und belebt sie neu, auch mit weiteren Personen, die da mitwirken sollen. Jetzt bei den Herren ging das ein bisschen schneller, und weil man einfach gesagt hat, Tausende von Gemeinden haben keine Eucharistiefeier. Da ging es ein bisschen schneller, obwohl auch 40 oder 41 waren dagegen. Aber alle Punkte wurden mit 2/3 Mehrheit abgestimmt. Es gibt keinen einzigen Punkt in diesem Dokument, der weniger als 2/3 gehabt hat. Und das finde ich positiv. Die Synode hat noch nicht aufgehört, sie geht jetzt weiter. Es gibt einen postsynodalen Rat, einen nachsynodalen Rat, weiß jetzt allerdings noch nicht, was er zu tun hat, weil der Papst wird sich natürlich jetzt, er hat gesagt, es sind 13 gewählt worden, 4 aus Brasilien und die anderen aus den anderen Ländern. Und der Papst hat noch gesagt, er möchte noch dazu 3 Indigene, eine indigene Ordensfrau und einen indigenen Mann, indigene Frau. Und da warten wir jetzt noch auf die Ernennung dieser Leute. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Synode hat nicht aufgehört, sondern ist ein Prozess.
der weitergeht. Jetzt denkt man natürlich, und was hat das mit uns zu tun? Das ist immer die Frage. Der Papst hat die Synode nach Rom berufen. Er hätte sie nach Lima berufen können, nach Belém, nach Manaus, irgendeine Stadt in Amazonien. Nein, er hat sie nach Rom berufen. Eben damit er Amazonien in den Weltmittelpunkt stellt. Und natürlich sind Entscheidungen, die für Amazonien gefällt sind, wenn man auch heute sagt, das ist jetzt nur für Amazonien, aber die werden ganz sicher auch aktuell werden in europäischen und in anderen Ländern. Da bin ich überzeugt davon. Es ist ein Tor aufgeschlagen worden, geöffnet worden, das kann meines Erachtens kein Mensch mehr zuschlagen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Effekte oder größten Folgen von dieser Synode gewesen. Es wurden Tore aufgemacht, die man nicht mehr schließen kann. Und das finde ich das Wunderschöne und das Positive. Jetzt sind es genau 45 Minuten. Ich habe gesprochen, hat einmal ein Bischof gesagt. Danke. Der Papst hat am Schluss gesagt, was erwarten Sie vom Papier des Papstes, dass er das schreiben wird? Am Schluss hat er gesagt, er wäre eigentlich nicht verpflichtet, eine Exhortatio zu schreiben, also ein päpstliches nachsynodales Schreiben zu verfassen, aber er wird das trotzdem tun, und zwar möglichst bald, hat er gesagt. Aber, das ist eigentlich auch wieder das Neue, das Dokument, über das wir abgestimmt haben, das wird veröffentlicht. An und für sich wäre das so gemeint gewesen, wir stimmen darüber ab und übergeben das dem Papst. Nein, das wird der Papst natürlich übergeben, aber es wird auch übersetzt in die verschiedenen Sprachen, auch mit dem Abstimmungsergebnis. Das ist meines Erachtens auch ein Novum. Ihr könnt das ganz sicher, Adveniat oder Miserior wird es bald einmal übersetzen, und da könnt ihr das in deutscher Sprache lesen, was da beschlossen worden ist. Also das Dokument, das der Papst selber verfassen wird, da kann ich noch nichts sagen, was rauskommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht auf der einen Seite ist dieses Dokument jetzt da und der Papst fährt eine ganz andere Linie. Also das kann ich mir bei Franziskus tatsächlich nicht vorstellen. Ja, die Laien sind die Einbindung. Die indigenen Laien. Na gut, die indigene Seite unserer Kirche, das ist natürlich ein anderes Problem. Wir sind bisher meistens nur als Besucher da gewesen. Wenige Priester sind, es gab es einfach nicht, unter diesen Völkern gewesen. Man kommt auf Besuch, wird herzlich empfangen von den indigenen Völkern, aber dann geht man wieder weg. Und das müsste eben auch anders werden, im Zusammenhang auch mit diesen neuen Zugangsmöglichkeiten zur Weihe. Die Laien sind in Brasilien, im brasilianischen Amazonien, längst eingebunden. Ich habe das schon gesagt mit dem Besuch bei Papst Johannes Paul II., wenn es die Laien nicht gäbe und vor allem die Frauen nicht gäbe in diesen kleinen Gemeinden, würde die Kirche zusammenbrechen. Die Laien tragen die Kirche. Wir sind Diener an diesem Volk Gottes. Und da sollten sie natürlich auch die nötige offizielle Bestätigung erhalten. Das ist einfach wichtig, dass sie das nicht in eigener Regie machen, sondern dass sie tatsächlich auf den Auftrag erhalten, im Namen Gottes und des Evangeliums für diese Menschen da zu sein und auch als solche respektiert werden. Es geht niemand irgendwelchen Ämtern nach, aber das soll einfach mal festgelegt werden, das ist in unserem Sinn. Das Volk Gottes, Laie kommt ja von Laus Tuteo, also vom Volk Gottes, und die Laien, das sind ja nicht solche, die nichts verstehen. Ich bin Laie in der Wenn ich eine Autopanne habe, da bin ich Laie. Aber das ist ja nicht der Laie in der Kirche, sondern das ist das Volk Gottes. Dass auch die aussynodal mitarbeiten muss. Und die Entscheidungsfindung soll auch nicht nur bei den Priestern liegen.
Das soll geändert werden. Das ist auch in unserem Sinn, dass die Priester über dem Volk stehen und die fällen alle Entscheidungen. Und die Laien sind sozusagen die Konsumenten. Wir machen da was, machen dir eine Predigt und ihr da unten, ihr werdet das ausführen. Nein, wir gehören zusammen. Auch das ist vernetzt. Die Laien sind nicht solche Leute, die nur konsumieren, sondern die auch mitentscheiden und mitreden dürfen und sollen. Das ist natürlich auch ein Novum, weil man sagt immer, das ist die Angelegenheit vom Pfarrer, der hat das studiert. Na, alle haben studiert. Und man kann sich auch weiterhin tiefer in diese Dinge hinein studieren lassen. Wie gehen wir mit dem starken Gegenwind innerhalb der Kirche? Innerhalb der Kirche, der starke Gegenwind. Ja, wie geht der Papst damit um? Das haben Sie gefragt, oder? Mir tut der Papst verdammt leid. Verdammt leid. Und man merkt schon, dass er darunter leidet. Also wenn man jeden Tag mit ihm in Verbindung gewesen ist, wie wir bei der Synode, jeden Tag, er lächelt und ist freundlich und ist wirklich geschwisterlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das nicht über andere Päpste was sagt, aber das Protokoll, das liegt ihm nicht. Er will unter den Leuten sein. Man wollte ja damals, wie es darum gegangen ist, den Einzug zu machen aus der Petersbasilika in die Synodenaula. Da wollte man ja wieder die ganzen Honorationen aufstellen. Zuerst einmal die Kardinäle, zuerst das Fußvolk, oder ich weiß gar nicht, wie es geht. Umgekehrt. Die Kardinäle, die Erzbischöfe, die Bischöfe und die Prälaten und die Priester und dann die Ordensfrauen und Ordensleute und dann das Fußvolk hinter dem Papst. Der Papst ging unter dem Fußvolk und die Kardinäle haben sie irgendwo verloren. Und die Bischöfe auch. Der kam mit dem Volk an, wurde umgeben von diesen indigenen, nicht indigenen Laien und die haben ihn gefeiert und er ist glücklich. Er tut es ja nicht ganz leicht mit dem Gehen, aber er hat den ganzen Weg hat er gemacht, zusammen mit dem Volk Gottes. Und das war, für mich war das ein Erlebnis, das ich so nicht kannte. Er kam auch jeden Tag. Kam er von Sankta Martha, kam er zu Fuß in die Synodenaula. Das war früher auch nicht der Fall. Ich war bei der Synode 1997, da kam der Papst im offenen Mercedes angefahren und wir alle sind stramm gestanden. Das ist vorbei bei Franziskus. Der geht rein, redet mit den Leuten. Kleines Beispiel. Ich war bei der Kaffeepause, war ich in der Reihe für den Kaffee und ich drehe mich ein bisschen um. Wer steht hinter mir? Der Papst. In derselben Reihe, da habe ich natürlich bin weggehupft und habe gesagt, Santo Padre, per favore. Ich habe gesagt, no, er bleibt genauso in der Reihe wie alle anderen. Da waren Laien, da waren Frauen, da waren Männer, da waren Bischöfe und auch der Papst in derselben Reihe. Das ist einfach etwas, was bisher nie da gewesen ist. Und da meine ich, dass dieses pompöse, dieses triumphalistische Zeug, das gehört einfach auch weg. Und der Papst gibt ein gutes Beispiel dazu. Also die Situation in Brasilien, wie wird die Synode aufgenommen? Natürlich wollen die Leute jetzt, die da mitgearbeitet haben, die wollen ja wissen, was da rausgekommen ist. Und das ist eine unserer ersten Aufgaben, dieses Dokument unter das Volk zu bringen. Und die werden auch feststellen dann, ob sie gehört oder nicht gehört worden sind. Und werden wahrscheinlich auch sagen, da hätten wir uns mehr erwartet. Der Paulus Süß hat gesagt, in einer Skala von 1 bis 5, gibt er der Synode 2, die Note 2, ich habe gesagt 3, aber so 3 ist immer noch befriedigend. Aber ich würde meinen, dass die Synode akzeptiert worden ist. Am Anfang, wie die Synode einberufen worden ist, da haben viele Bischöfe aus Nicht-Amazonien gesagt, ja wozu eine Synode nur für Amazonien? Dann kann man ja eine Synode auch für die Pampas einberufen oder ich weiß nicht. Aber da hat uns dann auch die jetzige Regierung geholfen, unter Anführungszeichen, weil sie aufgeheult haben,
da sei irgendetwas im Gange gegen die Souveränität Brasiliens über Amazonien. Und da wurden alle aufmerksam und haben dann auch das Dokument studiert. Also wir haben die Rückendeckung von den allermeisten Bischöfen haben wir tatsächlich gehabt. Es gibt immer solche, die sind dagegen, aber es ist überall so. Aber ich werde sagen, ich denke, die meisten brasilianischen Bischöfe, auch aus anderen Gebieten, die nicht mit Amazonien übereinstimmen, die sind schon auf unserer Seite gewesen und erwarten sich auch jetzt von der Synode dieses Dokument, das dann ganz, denke ich, brasilienweit studiert werden kann und umgesetzt werden muss. Das ist ein Dokument, das man aufs Nachtkästchen legt und dann malen mal Blätter drin, sondern da sind ja Sachen drin, die umgesetzt werden müssen. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe und eine Riesenherausforderung. Die Fragen, die wir im vorbereitenden Dokument gestellt haben, die sind natürlich Amazonien-spezifisch gewesen. Aber ich denke mir, dass viele dieser Fragen auch umgesetzt oder übersetzt werden können in unsere europäische Situation, denke ich mir. Es ging da, wurde einfach gefragt, oder diese ganzen Dinge, die ich jetzt besprochen habe, die Leute haben die bereits angegeben in den Antworten. Es ging auch um die Inkulturation, es ging was bei den indigenen Völkern. Wie können wir indigene kulturelle Ausdrucksformen in unseren Liturgien berücksichtigen? Es geht ja nicht an, dass wir in einem Indianerdorf die Eucharistiefeier so gestalten wie in der Lateranbasilika. Ich meine, das ist auch für die ganze Welt ist das wichtig. Dass alles immer so gleich nach dem Schema F laufen muss. Klar gibt es die Grundaussage, wir werden die Wandlungsworte nicht ändern, die kommen von Jesus. Aber das Ganze rundum, die Liturgie, wie wir sie gestalten, die sind in Afrika anders wie auf dem Nordpol. Am Nordpol gibt es ja nicht, aber jedenfalls in den nördlichen Staaten. Und da müssen wir auch Rücksicht nehmen. Und das ist auch im Konzil besprochen worden. Und die Fragen gehen in diese Richtung. Auch das Diakonat der Frauen, die verheirateten Priester, das alles kam aus dem Volk heraus. Und noch vieles mehr, auch über die Zerstörung Amazoniens. Die Fragen sind immer in diesem Zusammenhang. Aber beispielsweise über die Zerstörung, die Umwelt- oder die Mitweltfrage, die ist ja bei uns hier jetzt ja Nummer eins mit dem Klimawandel, den wir spüren. Die Jugend ist ja auch da und die geht auf die Barrikaden. Wir müssen etwas tun, also das ist ja nichts Neues. Und solche Dinge kann man natürlich auch applizieren auf unsere Situation in Deutschland, in Österreich, Schweiz und in Europa. Und Liechtenstein. Also die Bischöfe waren praktisch alle von Amazonien natürlich, aber es gab auch den deutschen Kardinal Marx, es gab den österreichischen Kardinal Schönborn, es gab einen Kardinal aus Indien, der ausgezeichnet übrigens ist, und natürlich die Römer, die sind auch darunter gewesen. Aber es gab auch aus Afrika, aus dem Kongo-Gebiet. Also mehrheitlich war natürlich Amazonien, weil die Synode war für Amazonien einberufen worden. Aber der Papst hat eben auch andere Gäste und auch beispielsweise, man nennt diese die Fratres, also von anderen Kirchen. Da war ein lutherischer Pastor war da und auch von anderen Kirchen, die haben sich auch zu Wort gemeldet bei der Synode, ganz eindeutig. Zu Bezug auf Kardinal Marx, der gesagt hat, bis 2050 wird sich was tun. Was ist Ihre Schätzung? Also bis 2050, der Kardinal hat gesagt, wird sich was tun. Also ich wäre dann 111 Jahre alt. Also ich erwarte mir schon etwas früher. Ich meine, wir haben uns ja wirklich eingesetzt für diese Synode und wirklich alles getan. Das war ein Marathon in Rom und auch vorher. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man einfach sagt, das mache ich nebenbei. Das konnte man nicht mehr nebenbei machen. Da ist man richtig gefordert gewesen. Und dann, ich bin jetzt 80, aber ich erwarte mir doch schon noch etwas, bevor mich der liebe Gott heimruft. Ich würde schon erwarten, dass ich noch einmal applaudieren kann und sage, ja, wir haben das erreicht. Das wäre schon schön. Aber ich weiß, Jahre kann ich nicht sagen.
Ich hoffe nicht, dass es so lang dauert bis 2050. Wie viel Einfluss hat die Synode auf die Politik? Interessant ist Folgendes, dass die Staatsgouverneure der einzelnen Bundesstaaten nach Rom gekommen sind und mit den Bischöfen, also außerhalb der Synode, reden wollten. Und da gab es gute Gespräche, war leider nicht dabei, aber ich habe gehört, dass es gute Gespräche gegeben hat. Und das Beispiel der Staatsgouverneur von Maranhão, der hat jetzt vor kurzem nach dem Mord an diesem Indio, hat er ein Dekret herausgegeben, dass es tatsächlich so nicht weitergehen kann. Und das kann man auch als Folge der Synode anschauen. Also ich denke, dass da der Einfluss schon groß ist. Wenn nicht überwältigend, aber doch groß. Die können nicht so tun, als ob es das nicht gegeben hätte. Das meine ich. Und wie gesagt, auch im Zusammenhang mit der Verteidigung oder Bewahrung von Amazonien hat das ganz sicher Einfluss. Wir haben heute die Rückendeckung auch von der Synode. Wir werden ja nicht Projekte machen, aber wir werden darauf hinweisen, wir werden unser Potenzial an Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung, das werden wir weidlich ausnützen in allen diesen kleinen und größeren Gemeinden. Und da kommt schon neuer Wind auf, denke ich. Und im Zusammenhang mit der Regierung, das hast du gefragt, die CNBB und CIMI hat eine nicht einfache Stellung im Moment. Würde ich da gerne in Portugiesisch antworten, aber die Leute verstehen das nicht. Aber du verstehst ja Deutsch. Weil er hat schon im Wahlkampf hat er schon gesagt, die CNBB, also die Bischofskonferenz und der Indigene Rat die Bischöfliche Rat für indigene Völker, das sei die faule Seite, a parte podre, der Igreja Katholik, also die faule Seite von der faul, also die verruchte oder ja, verfaulte Seite von der katholischen Kirche. Also da kann man ja daraus schließen, wie gut er den katholischen Bischöfen gesinnt ist. Und im Zusammenhang mit Amazonien und mit den indigenen Völkern ist das leider so, er will ja Amazonien erschließen für nationale und internationale Konzerne. Und was heißt erschließen? Weiterhin Brandroden, Brandschatzen, weiterhin Raubbau betreiben. Und das kann so nicht weitergehen. Die ganze Welt spricht davon. Und da, glaube ich, muss auch von anderen Seiten muss einfach ein Druck ausgeübt werden. Ich muss auch dazu sagen, man kann das nicht nur den Brasilianern in die Schuhe schieben und sagen, die sind schuldig. Ich meine, wo geht die Soja hin? Das ist die Frage. Und die riesen Weideflächen, die da geschaffen werden für riesen Rinderherden, das Fleisch konsumieren ja wir nicht da drüben. Das geht auch woanders hin. Also da muss man sich schon weltweit, das ist dann weltweit auch vernetzt im negativen Sinn. Da muss man sich schon fragen. Und Frage war zu den Rollen der Evangelikalen in Bezug auf die Evangelikalen. Ja, die Evangelik will nicht über die Evangelikalen herziehen, aber es ist eine Tatsache, dass die Evangelikalen zunehmen. Ich habe das auch bei der Synode gesagt, wenn wir so weiter tun und diese Ämter in der Kirche so reduzieren, dann wird Brasilien bis zum Jahre 2030 wird weniger als die Hälfte wird katholisch sein. Die Rolle der Evangelikalen in Bezug auf Umweltschutz. Da schiebt sie nicht viel, leider Gottes. Also mit den traditionellen protestantischen Kirchen, da gehen wir eng zusammen. Also mit lutherischen, mit den Lutheranern und mit den Anglikanern und Methodisten zum Teil und den griechisch-orthodoxen und so, da geht's. Aber mit den Evangelikalen, die haben nicht viel am Hut mit der ganzen Geschichte. Und das ist auch das Problem für uns, weil die sagen, das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Und wir sagen, das hat wohl mit dem Glauben etwas zu tun. Die letzte Frage, wie sieht es aus in Altamira? Oder Staudamm? Staudamm in Altamira, wie sieht es aus? Ja, der Staudamm ist gebaut, es fehlen noch zwei Turbinen, aber es ist nicht, der Erfolg war nicht der, den man sich vorgestellt hat.
Der Xingu ist ein mysteriöser Fluss. Der heißt nämlich in der indigenen Sprache der Kayapo heißt er Bü-Tiri. Und Tiri heißt immens, groß, majestätisch. Und Bü ist geheimnisvoll. Und der Fluss ist, man sagt, ist immer noch im Werden. Also kann man das nicht alles so absehen. Es gibt eine Möglichkeit, das Potenzial zu erhöhen, wenn man weitere Staustufen macht. Aber da beten wir zu Gott, dass das nicht kommt. Übrigens, Brasilien braucht keine Staudämme mehr. Braucht es nicht. Wenn man die Sonnenenergie ausnützt, dann sind die alle überflüssig. Man braucht keine weiteren. Ich bin jetzt von Koblach in Vorarlberg dahergefahren mit der Christiane. Auf wie viele Häusern habe ich die Platten da? Solarzellen gesehen, Photovoltaik gesehen. Um Gottes Willen, wie viel Sonne habt ihr denn da jetzt im Winter? Und trotzdem ist es so, wir haben Sonne, liebe Leute, wir haben Sonne von 6 bis 6 jeden Tag, Jahr aus, Jahr rein, um Gottes Willen. Aber von der Regierung aus ist man da sehr vorsichtig und was ich jetzt erfahren habe, ich hoffe, dass das nicht stimmt, dass man die Photovoltaik, dass man die jetzt besteuern und sehr arg besteuern wird, damit die anderen nicht geschädigt werden. Aber die Natur, die Mitwelt wird weiter darunter leiden. Also ich hoffe, dass die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, Esperanza ultima que morre. Aber mit dem Kardinal Schönborn sage ich, Esperanza nunca morre. Die Hoffnung stirbt überhaupt nicht. Also machen wir weiter.